Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 76 mit den Fallout Legends. In der vorigen Folge waren wir in Monongah im Bergwerk, also ich sag mal, ich fange mal eher an. Wir haben einen Brandbestienangriff versucht mit zu bekämpfen und haben festgestellt, dass dort natürlich Kämpfer mit geächteten illegalen Waffen vor Ort gewesen sind. Letztendlich bin ich der Meinung, schaden die den Einsätzen. Da sollten wir in Zukunft gegen vorgehen. Das ist meiner Meinung nach. In Monongah haben wir das Gleiche erlebt. Ich bin dann tatsächlich Wenn die als Raider hier rumlungern, Beauftragter werden sie es noch der bereuen. Fallout Legends und als Präsident mit reingegangen in die Höhle, habe mir das angeguckt, mit welcher Waffe der Kollege dort gekämpft hat. Es war natürlich nicht ganz ohne. Das Tier hatte keine Ich Chance. werde Es diese gab Albträume keine nicht los. Belohnung. Man Auch konnte es nicht ewig mehr finden, man konnte es einzuschweben. nicht mehr looten, was ich denn immer der Meinung bin, was Warum ein nur? sehr unfaires Verhalten gegen den anderen Mitgliedern hier auf dieser Map ist. Wie seht ihr das also mal so als Meinung? Geht das Richtig. genauso? Genau so. Ja, Ausschmeißen. genauso. Blind, ich gehe raus dann, ne? Nein! Das ist Das keine ist Art und in Weise, 10 Minuten, sowas. in 10 Minuten ist es nicht mehr zu schaffen, ne? Keine Art und Weise, seht ihr genauso. Nee, das ist überhaupt nicht schön, nur sowas. Das da. Richtig, General Die Gegner Lexi. niedergemetzelt werden, ohne dass die anderen Spieler was davon haben. Genau das ist meine Meinung nämlich auch. Black Cat, was sagst du dazu? Ja. Was gehört blind, Mann? An dich habe ich sowieso noch eine Frage, aber das machen wir im Offscreen. Das hängt mit Waffenschaden zusammen. Nur mal so im Kopf behalten, weil ich weiß, du bist Spezialist auf dem Gebiet und bist PvP-Spezialist. Der Black Cat war nämlich in einer Spezialeinheit gewesen und hat dort viele Kämpfe im PvP durchgeführt. Er kennt sich damit aus, den werde ich im Nachhinein noch mal ganz kurz dazu befragen. Da brauche ich noch mal ein paar technische Tipps. Ja, also ihr seid Blindmann, Tomsi Weber, unfaires Verhalten gegenüber Spielern auf der Map mit überdimensionierten Waffen findet ihr auch unfair. Ja. 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 Gut, ich weiß, ihr seid beschäftigt, ihr seid auf der Flucht. Also, wir haben noch ein Außenteam, das sich noch in Monongah befindet. Wir sind mit Funk, über Funk mit ihnen verbunden. Commander der Gare hält gerade die Verbindung, wie man das gerade sieht. Sie hat den Computer da angeschmissen. Sie sieht auf der Karte, wo unsere beiden Mitglieder, Tomzi Weber, General und General Blindmann, Number One, sich befinden. Sie haben das Event noch versucht zu Ende Jetzt zu wird führen. Ich gegessen. hoffe, Sie sind heil aus der Höhle rausgekommen. Noch am Kämpfen? Wir sind noch am Kämpfen. Also Sie sind immer noch am Kämpfen. Alles klar. Ich Aber kann euch sagen, Commander de Guerre wird die Verbindung zu euch halten. Das werde ist diese nicht zu Albträume schaffen in nicht 10 los. Minuten, ne? Ist nichts Zu zu schaffen. schreiben. Ja, ihr habt die falschen Leute dabei. Wir waren zu viert oder zu fünft in Ich der Höhle und ich brauchte gar nichts tun. Und habe da war einer dabei, der hat sich mal alles gekümmert, was ich sehr unfair fand. Gut. Was liegt als nächstes an? Nächste Aufgaben. Hier sind drei Atombomben gefallen. Das heißt, hier haben wir eh keine Chance mehr. Die werden Serverhopping begangen haben, die lieben Leute. Das heißt also, die sind auf einer anderen Map gelandet. Im Moment gibt es für uns dann keine weiteren Aufgaben. Wir haben ja letztes Mal damit angefangen, bestimmte Gebiete zu erforschen. Es gibt ja noch Gebiete, die wir noch nicht so richtig gezeigt haben. Es gibt natürlich jetzt hier wieder neue Events. Ich kann immer noch mal darauf verweisen, dass wir ja immer noch für unseren Livestream, ich will mal Screen von Greenscreen, unseren Livestream haben, der am Samstag, dem 5.9. um 20 Uhr stattfindet und wieder ganz, ganz lange dauern wird. Wir werden in unserem Outfit wieder dort auftreten. Wir haben schon wieder Enklaven-Event Harper's Ferry. Das haben wir doch vorhin gerade erst gemacht, ne? Das war doch Harper's Ferry. Nee, das war Berkeley Springs. Das war Berkeley Springs unten? Nee, das war Harper's Das Ferry. war Das Harper's war Ferry, von ne? bei Ich würde sagen, dass wir Safe. Folgendes machen. Wir werden mal zusammen, das ist ja unser Jazzgnome, eigentlich immer, wir werden mal Westdeck mit der ganzen Truppe aufräumen. Das macht Nicht sonst der schwer. Jazzgnome alle. Das dürfen wir nicht machen. Das macht der Jazzgnome ja sonst alleine. Ich denke mal, wir Ich habe reisen da diese zusammen hin. Ich werde vorreisen. Wir Dornschlange-Mädels finden uns satt alle da gemacht. ein. Ich kann jetzt gerade nicht schnell reisen. Erzähl, was gibt's? Also kann ich meine Socken doch nicht zu Ende stricken? Kann ich jetzt morgen? Du kannst sie morgen erst zu Ende stricken, Herr Ja. Siebenstein, Okay, ja? alles klar. Gut, die First Lady, folgt ihr uns nach Westeck? Ja, Ich ne? werde diese Ja. Albträume nicht los. Gut, da geht sie mit, das Ach, finde ich sehr ewig in gut. Und dann Allzuschweben. lasst uns nach Westeck, das ganze Team nach Westeck Warum einreiten nur? und dort aufräumen.
Brauchen wir Powerrüstung dafür? Nein, natürlich nicht. Und der General Jazz Gnome, unser Luftwaffenoffizier, wird euch zeigen, wie er da vorgeht. Du kannst nicht schnell reisen, weil du gerade Gesundheitsschaden erleidest. Ich werde mal was trinken, First Lady. Du darfst. Viel Spaß dabei. Ich werde dann doch jetzt reise ich aber tatsächlich los nach Westeck. Achim, du wartest, ne? Bitte? Ich warte, ja. Ich weiß, du, also wenn wir nämlich Achim nicht zurückhalten, dann ist er da durch. Mit fairen Mitteln ist er da durch, muss ich jetzt mal sagen. Das geht nämlich auch fair. Und das macht unser Achim da. Ich krieg den Korb heute noch aus, Ingrid. Mhm, ich glaube doch. Ist doch prima. Ha, ich habe von Volker den Kopf gesehen. Ui. Ich habe ihn gesehen, ich habe Volker gesehen, ich weiß, wie er aussieht. Warte mal. Ich weiß es. Nein, nö, Volker, ach nö. Jetzt siehst du nichts mehr. Ach nö, ich mach nicht, Volker. Das ist ja unfair. Dafür hast du dir doch nicht die Kamera. Na, die Kamera ist noch nicht gekauft, damit wir hinten den verstaubten Monitor sehen, Mensch. Und deine hübsche Tapete. Das ist doch schön, die Tapete. Ist das eine Tapete oder was ist das für Zeichen drauf? Nee, das sind so Japan-Muster oder sowas. Ach, dreh mal wieder um, Volker. Wir wollen dich mal ein bisschen sehen. Wir wollen dich doch sehen. Jetzt in der Aufnahme flehen wir unseren Volker an, damit wir ihn sehen können. Gut. Alle in Westeck zusammen? Alle da? Alle da. Wo seid ihr denn? In Westeck. Ja, wo? Ingrid, du bist schon da. Das ist groß, ja klar. Oh, Ingrid, hast du da geschossen, Ingrid? Ich hab noch nicht geschossen. So, dann los. Ich hab nicht geschossen. Wir haben keine Zeit mehr zum Antreten. Wir müssen sie gleich vernichten. Eigentlich wollten wir uns anschleichen, aber es ist wieder nicht gelungen. Verdammt. Jetzt die Hunde hier, Leute. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Mit dem ganzen Team Westex gekämpft. Weiter auf der anderen Seite, oder? Jetzt hätte ich fast hier auf Majorne geschossen. Entschuldigung! Wir gehen die andere Seite rein, nicht vorne rein, ne? Ja, ich warte hier auf euch. Wir gehen mit Jess Gnome zusammen rein. Das macht Cassie sonst auch alleine. Das macht sie mit ihrer blutbefleckten Wirbelsäule. Nee, was ist das? Was schlägst du da mit deiner Brandbestienkeule? Das mutanten Knochenhammer. Ja. Oh shit. Eigentlich trotzdem. Die kennst du ja aber schon, ne? Ich? Ja, nee, ja, Herr Siebenstein. So. Ja. Da hinten ist ein Fusionskern drin. Da ist ein Fusionskern, Cassie, wenn du den brauchst. Nicht immer. Ja, jetzt ist einer da. Brauchst du denn, Ingrid? Ich? Nee, um Gottes Willen. Ich sag doch, ich bin jeden Tag hier. Ingrid ist jeden Tag hier. Ja. Schön Punkte. Von oben alles abgeschossen, wunderbar. So, wir sind hier vor der Tür. Ich warte drinnen, ich bin schon drinnen. Bist drin? Okay. Bist du oben rein oder unten rein? Hier unten, die Tür. Hier. Unten. Und der Achim muss uns nochmal erklären, wie er hier Westex immer aufräumt. Robotics gibt es auch noch, das können wir auch noch aufmischen. Da kommt einer, rechts hier. Warte, geht gleich los. Jetzt. Ich bin immer noch nicht drin, ich zitter hier noch rum, jetzt. Wie sie hier alle wütend alles niedermetzeln. Looten können wir nachher im Nachhinein. Die Belohnung abholen. Ist der. Volker, brauchst du noch 45er eigentlich? No. Wenn du übrig hast, ja. Immer. Alles klar, dann die Kämpfe den gleichen Teil von mir haben. Die würde ich dir auch geben, Volker. Die hätte ich wahrscheinlich auch noch übrig. Ach, da unten. Und. Ja, wo geht's los? Wieder aufgeräumt. Was ist das hier?
Noch ein Mutantenhund. Oh je. Und 556er, ne? 45, 556, genau. Hey. So, hier oben ist alles clear, Leute, ne? Marionik aufgeräumt unten? Ja, alles cool, alles cool. Oh, danke dir. Bitte. Du brauchst 5 mm, ne? Genau. Volker, ich hätte auch noch ein paar 45er, wenn du sie brauchst. Warte mal. Ah, 10 mm hätte ich. Brauchst du die auch? Nee, die brauchst du nicht. 5 mm, hier. Wo ist der Black Cat? Der ist bei Cassie oben, ne? Ich dir das Hirn zermatschen. Lass mal kein Türchen, braucht die jemand? Nein. Ja. Oder Plasma-Kern. Hätte ich noch. Oh, radikal cool hier. Keine Chance. Danke. Einmal rennen, zack und stehe. Yeah. Meine Strohflinte, Quincy. Was, wo? Die habe ich jetzt ganz neu. Okay. Respekt. Lass es hier aufräumen hier. Hier ist ein legendärer hier oben, wenn einer den braucht. Ich hau mal ab, ich hab da drauf geschossen. Ist bei dir oben. Ich sag mal, ich wedel mal. Ich kann nicht wedeln. Ich muss mich verstecken. Genau da rein, Siebenstein. Ah, er hat mich doch tatsächlich erwischt. Echt? Ja. Fertig! Gut. Western-Revolver des Vampirs habe ich von ihm erhalten. Damit hat er sich die ganze Zeit zu Pferd gesetzt. Keine Frage. So, haben wir hier aufgeräumt hier oben? Ja. Ja, ist still geworden. Gut, alles clear, ja? Alles, ja, alles gut, alles gut. Die Kronkorbenpakete gefunden, alle? War der schon ganz oben? Ich bin oben gewesen, ich habe den letzten hier mal erschossen. Alles klar, gut. War der unten in den Labors? Ja, war ich. In den Lager. Die beiden Hunde meinst du, hatte ich mal. Ja, alles gut. Alle Duty, aber hier unten. So, alles clear, ne? Ja. Lexi, angenehme Schicht. Jo, danke. Euch noch viel Erfolg. Ciao. 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 Bis nachher. Jo, tschüss. Tschüss. Bis nachher, genau. Tschüss. Bis nachher, Lexi. Ja. Freund hat deinen Channel verlassen. Okay, hier ist alles sauber hier. Alles eingesammelt, alles gelootet. Oh, was haben wir hier? Eine Minigun. Eine wertvolle. Eine wertvolle Minigun. Wie gesagt, Volker, immer noch im Auge behalten. Ich habe noch mal eine Frage an dich, ne, persönlich. Ja, machen wir dann. Gut. Das ist eine Aufnahme. So, giftiger Schleim. Braucht den jemand für sein Regal zum Hinstellen hier, so wie ich das hatte? Nein, danke. Ich hab was für die Haushaltskasse. Hast du schon wieder? Hm? Ich kann's nehmen, ich hab Platz. Das geht von hier nicht auf. Ich weiß, weil oben keiner am Computer. Ja, voll leider. Ja. Ja, stimmt. Genau. Ist ja mein Zuhause im Schnitt. Du kannst nicht reisen, ne, Kess? Deswegen muss es loswerden, ne? Ja. Alles klar, keine Panik, okay, gar nicht. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin, zusammen.
Deswegen sage ich ja, das ist für die Haushaltskasse. Weiß ich doch, dass es für die Haushaltskasse ist. Ja, geht's denn weiter? Warte, ich warte hier noch, dass die First Lady hier was für die Haushaltskasse unterhält. Die derzeit mir mal einen Schnitzel braten. Jetzt ist sie fertig. Hey! Boah. Alter Falter! Gefangen im Frosch hast du auch noch mitgenommen. Sag mal, kann ich jetzt denn noch laufen? Aber knapp, Gessi! Aber ganz knapp! Was hast du dir denn da zusammengesammelt? Wow! Fürs Team! Ja, super! Na ja, klar! Ja, dadurch können wir uns ja immer gegenseitig helfen. Gut, ich denke mal, Westex haben wir aufgeräumt. Dann würde ich sagen, was hätten wir dann noch? Da, wo die, sag mal schnell hier, Westex nicht. Roboter. Robotics. Roboter? Robco Dingsbums. Forschungszentrum. Ganz genau, siehst du. Okay. Auf zum Robco Forschungszentrum. Da können wir auch nochmal aufräumen drin. Die Roboter, ich weiß bloß nicht, ob da welche sind. Die warten auf uns vielleicht. Die könnten uns. Ist schon einer hin da? Ich. Ja, bin ich auch am Weg. Guck ich gerade noch. Nee, das habe ich nicht. Okay. Ich hätte gedacht, ich hätte noch technische Baupläne. Aber nö. Gut, dann auf zum Robco Forschungszentrum. Wir reisen Ingrid hinterher, zumindest ich jetzt. Ingrid, ich bin gereist. Fein. Das ist schön. Perfekt, ich krieg gerade Hunger, obwohl ich schon was gegessen habe, Ingrid. Ach, hör auf. Ich hab Bandwurm. Nee, das ist kein Bandwurm. Ich habe heute Morgen, ich sag mal, 2 Scheiben Brot gegessen, Mittag gar nichts. Und das ist für einen Präsidenten zu wenig. Stimmt's, First Lady? Oh ja. Ich habe hier so ein schönes Bild. Land of the Free Home. Land of the Free Home of the Brave. Der Präsident könnte die ganze Zeit ununterbrochen essen. Das stimmt gar nicht! Ich auch. Aber es schmeckt. Wo wir sind beim Robco Forschungszentrum. Wo gehen wir rein? Vorne oder von oben? Tja, sein oder nicht sein, das ist die Frage. Ich würde sagen, vorne durch den Haupteingang. Da fliegen schon wieder die ersten PKWs und durch die Luft. Ich würde sagen hier, ne? Deckfest. Oh, was haben wir da? Den holen wir uns noch. Ich muss nachladen, warte mal, bin ich noch nicht. Das Ding würde ich eigentlich auch haben hier, diese Drohne. Wo ist die Drohne? Links runtergeflogen. Die ist aber noch nicht abgehoben. Die ist noch nicht erledigt, ne? Nein. Weiß gar nicht, habe ich von der Brandwehr überhaupt was gekriegt? Ja, habe ich gekriegt. Step back! Und ein Herzchen. Wo ist die Drohne jetzt? Sehe die nicht mehr. Hier, genau über dem Parkplatz. Hier. Hier ist da, wo da oben ist. Mein Raketenanzug gerade nicht an. Wie schön. Ich höre sie auch immer. Da ist sie. Ja, lade nach. In aller Ruhe, Junge. Na klar. Ich hab's runtergeholt. Ich hab sie fliegen lassen. So sieht's wenigstens aus. Volker, brauchst du ein Trommelmagazin für deine Knarre? Nee, unbedingt. Also ich kann die jetzt tatsächlich bauen. Ja, ich habe alle Mods, so Dingsbums da. Ach so. Nee, ist keine Mod, das ist tatsächlich, ich kann sie jetzt auch so bauen. Ja, meine ich, ich hab alles, was es gibt. Okay, sehr gut. Ich autorisiert dazu. Ja, genau. Transportkontrolle. Das ist mir auch immer geholfen. Startersatz, Zerstörungscountdown. Wer ist hier? Wer ist denn da? Detonation. Boah, das sieht ja genau. Wer ist hier? Wir kriegen lange Hälse. Na, ich krieg Hunger. Ah, ich hab schon Hunger. Mui, Mom, oh, Kanger.
So, wir wollten ja zu Robco Forschungszentrum rein. Atomraketenschlüsselkarte habe ich. Okay, sorry, AFK kurz, Leute. Ja. Alles klar, weiß Bescheid, General Majonek. So, alles wieder Haupteingang rein, General Forschungszentrum einfinden. Das wäre dann hier. Hier, ja. Also, da, wo gleich. Ingrid schon vor der Tür steht. Ich bin hier, da. Die Cassie schon rein. Die First Lady. Ja, ich muss ja als Teamleiter betreten. Ah. Ach ja, ich bin auch Teamleiter. Betret's auch als Teamleiter. Ja, die First Lady ist in einem anderen Team. Natürlich. Na klar. Sag mal, was sind das für Kartoffelchips hier in meinen Ohren? Ist ein bisschen laut, Leute. Das sind verrostete Nägel. Das hört sich an wie Pferdehufe. Nur Pferdehufe. Geröstete. Ich dachte, das wären Zehennägel. Oder so. Ja, das wollte ich. Guck mal, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Ich denke, nee, das darfst du nicht. Ingrid, strenger Blick hier. Nee, machst du nicht. Und Cassie, bing. Sag mal, kommt ihr denn noch mal rein hier? Oder kommt ihr noch mal rein? Hallo? Also ich bin drin, nur anscheinend alleine. Ich bin auch drin, wa? Sagt jetzt nicht. Ihr seid nicht drin. Wisst ihr was, Leute? Wir sind instanzmäßig reingegangen. Das ist doch totaler Schwachsinn. So, ich komme wieder raus. Dann noch mal alle raus. Alle raus, das ist doch, ey, das hätte ich nicht gedacht. Was ist denn nee, das hätte hier? Ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich auch nicht. Raus. Was ist denn das? Und wie kriegen wir das jetzt hin? Reinspringen? Nee, geht nicht. Nee, wir müssten alle raus. Wie ist das denn, wenn wir mit dem Aufzug hochfahren und dann über die Laborstation rein? Ingrid, das Ding ist, das ist eine Instanz. Und hier kannst du nur im Team, das ist neu. Früher bist du da rein und war gut. Ja, eben, genau. War oft hier drin. Ich denke mal, wir müssen aus den öffentlichen Teams raus. Also die öffentlichen Teams auflösen. Dann bist du trotzdem in einer Instanz. Nee. Doch. Ja, das denke ich auch, das wird nichts bringen. Ich wollte dir deine Hoffnung jetzt nicht zerstören. Hast du aber. Mit Absicht, ne? Aber sag mal ganz ohne Quatsch, man ist doch früher da mit der ganzen Truppe reingekommen, so, ne? Ja. Aber ich denke, das ist hier instanziert, weil du ja auch hier eine Quest gemacht hast. Ach, nee. Wenn du dich erinnerst. Wer ist hier Chef? Cassie ist Chef. Cassie, gehst du mal auf Intelligenz? Wechselst mal, wie das geht, weißt du, ne? Nö. Also weil gehst ich ganz nicht nach weiß, oben. Was du von mir willst. Oder sonst mach mich mal zum Commander. Hab ich. Dann kann ich das nämlich mal die. Weil jetzt haben wir ja kein Event mehr, sondern wir wollen jetzt im Prinzip EP machen. Damit ich Ingrid endlich mal einhole. Jedenfalls. Du bist ja die ganze Zeit schon dran, Ingrid. Ja, gestern Abend mehr zu. Leute, ich muss da Ingrid. Da ich aber Vormittags spiele und Mittags spiele und Abends spiele, holt er mich nie. Na, warte, Ingrid. Ich hab's bald geschafft. Und du kennst meine Tricks nicht. Ach, so, ja. Wir wollten hier alle rein. Wir können hier trotzdem aufräumen. Dann Leute, räumen wir auf mal mit dem Chips essen. Ja, dann räumen wir hier instanzmäßig rein, dann gehen wir hier getrennt rein, treffen uns nachher hier wieder draußen. Einverstanden? Ja. Jawohl. Cassie ist hier drin, ich bin hier drin, ich gehe als Teamleiter rein. Ich kann hier mit einem Fremden reingehen. Das ist der Froxley Fallout, der hier in unserem Team noch drin ist. Der muss halt hier mit leiden. Das ist nun mal so. Okay. Und ihr seid auch alle in einem Team, ne? Und dann gehen wir hier halt ins als Instanz rein, verdammt nochmal. Ich bin in keinem Team drin. Ich auch nicht, glaube ich, oder? Tom, bin ich bei dir im Team? Okay, bin wieder da. So, wer ist jetzt mit mir hier drin? Die Cassie dürfte wieder reingekommen sein. Fragst du, die ist raus? Dann komm rein. Ist was passiert? André? Nein. Okay. Komm in mein Team, schnell rein in mein Team und dann kannst du hier nämlich mit rein in die Instanz. Dann sind wir ja wenigstens zu vier drin. Majonek, kommst du mit rein? Robco Forschungszentrum? Also, ist sie noch da? Ich suche, habe ich gerade gesucht auf der Karte. Ja, voll. Komm rein. Fallout reagiert nicht. Ich komme noch nicht mal ins Menü. Ah, ich könnte dir wieder Folgendes machen, Cassie. Weißt du was? Während der Betätigung eines neuen Teams ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es erneut oder wende dich an den Bethesda-Kundendienst. Ich war nicht schnell genug. Egal. Während das Event, die Instanz betreten wird, drücken Sie bitte zwei Tasten.
Drück ihm mal zwei Spiel Tasten. Neu zu starten. Du musst zwei Tasten drücken, Cassie, und das Spiel neu starten. Genau. Ich kriege Cassie, gleich. Du musst jetzt aussehen. Ist Ingrid bei mir drin? Ja. Ingrid, dann darfst du mit reinkommen jetzt hier. Ja, ich bin gerade zum Aufzug gerannt. Das ist gut, Ingrid, wenn du zum Aufzug gerannt bist. Ich bin hier ganz alleine als Präsident. Wo ist hier mein Personenschutz? Ich sehe eigentlich überhaupt keinen. Da ist der Majonek, da kommt komm er. Komm schon, komm schon. Alles klar. Sie stand by. Ich komme. Alles klar, ich brauche einen Personenschutz, Majonek. Hier, ich wedel gerade mit den Händen hier wie verrückt. Du bist jetzt mein Bodyguard. Ich habe dich jetzt dazu ernannt. Na dann, alles klar. Musst du denn nicht hinter mir bleiben? Ich habe übrigens mein Brett fertig. Aufzug? Nee, Aufzug brauchen wir nicht. Dein Brett ist fertig. Nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich muss mir den Weg suchen. Ich muss mal auf die Statistik gucken. Oh, hier wird geschossen auf mich. Irgendeiner schießt hier auf mich, verdammt. Ich kann nicht mal was einsammeln, weil ich hier voll überladen bin mit der Haushaltskasse, Leute. Mach ich auch nicht Telefon? Kann gerade nicht. Sag einen schönen Gruß, ich bin gleich da. Er kann gerade nicht. Schönes. Hier ist der Abwasch nicht gemacht worden. Verdammte Schweinerei hier. Oh, Klebstoff. Ich kann gar nicht mitnehmen. Nein, du sollst nicht looten. Ich kann nichts mehr sammeln. Na, lass es mir. 3,91? Ach doch, ein bisschen kann ich noch looten. Ich brauche bloß auch nicht Alkohol trinken. Das darf doch keiner wissen. Ach, hier sind eure Teams voll. Ja, wir haben hier den russischen... Ach, du Scheiße. Dings ist raus. Hier, sag mal schnell hier, wie heißt da hier unser Herr Siebenstein? Der ist hier raus. Was ist mit dir los? Bist du im anderen Team? André? Nein, ich habe keinen rein. Pass auf, geht los. Ich schmeiß den raus. Das hilft nichts. Wir müssen leider. Ich mach das ungern. Warte, sonst. Ist erledigt. Kannst rein. Einer kann rein jetzt. Entweder genau. Cassie ist drin. André, du müsstest ins andere Team rein. Welches? Ich wollte ja gerade sagen, dann würde ich ein neues Team machen. Dann mach du ein neues Team. Dann brauchst du das Team bloß wieder verlassen. Bist du raus, Cass? Team verlassen. So, jetzt. So, Herr Siebenstein, kommst du mir. So, den habe ich wieder eingeladen. Majonek ist drin. Der Herr Siebenstein ist jetzt hier drin. Cassie ist alleine. Das läuft gut hier. Das läuft richtig gut hier. Da kann man nicht meckern. Nicht gut, dass ich hier ganz alleine kämpfen muss. Jetzt ist Majonek drin. Herr Siebenstein ist bei mir drin. Und Herr Siebenstein lädt auch alle ein. Obwohl er bei mir im Team ist, ist gut. Also mehrere Gegner sind hier nicht. Wer sieht sich und geben Sie sich zu erkennen? Ich hab doch hier noch was gehört. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Wo ist er denn? Ist er hier unten? Ist hier unten, ja. Ich bin schon da. Die machen wir fertig hier. Ach, das war auch eine nette Quest, die wir hier erledigen mussten. Hier hinten an den Computern. Und dann musstest du hier... Das ist alles gar nicht mehr hier, ne? Das haben die hier rausgenommen, ne? Ja, und deswegen ist das wahrscheinlich instanziert jetzt. Richtig. Ja, stimmt, macht Sinn. Das war doch hier die ganze Geschichte, die wir machen mussten, bevor wir in den Vault reinkommen. Dann ich hatten wir schon, doch hier einen Haufen Aufgaben für die chinesische Tarnrüstung und so weiter alles. Das war schon interessant hier. Okay, das haben wir erledigt. Irgendwie hat er, ach so, die Drogen lassen gerade nach hier bei ihm. Fahrstuhl noch, Quincy, ja? Fahrstuhl, wo bist du? Fahren wir im Fahrstuhl jetzt, runter, ne? Jetzt bin ich gerade in der Lobby, ja. Ja, genau, runter. Okay, dann, alles klar, ich bin unterwegs. Okay. Okay, ich bin unten. Ich höre da noch einen Roboter gleich. Ich bin schon unten, ne? Okay, bin im Weg. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wir sind aber tatsächlich beide. Technische Daten habe ich. Hier liegt eine Leiche, ich habe eine Leiche gefunden. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter liegt hier rum.
Das heißt, das Skelett von ihm, die Überreste. Verdammt! Ich höre dich schießen. Ja, so ein Roboter noch. Alles cool. Die haben sie einen eingesperrt. Den muss ich leider das Leben nehmen. Den haben wir werden gequält. Ihn vermissen. Wir werden ihn vermissen. Sie haben ihn gequält hier. Hier ist der Verhörraum. Verdammt. Was haben die Schweine mit ihm gemacht hier? Okay, alles gut. Gut. Ich höre hier immer noch einen Roboter klappern. Na, von das ist oben. Ich finde gerade. Hier oben. Also du bist immer noch eine Etage über. Ja, stimmt. Ja, ich bin noch immer herum. Ich schau mal. Immer rum. Ich bin schon im Keller unten gewesen. Ja, bin. Okay. Wenn du das nicht fertig bist, erinnere dich doch nicht. Wo bist du? Majonik, Majonik, ich sehe dich. Ich sehe dich, wo du bist. Gleich da, herüben. Ja, ja, voll. Da ist er, gut, Majonik. Hier ist ihn. Oh, Gegner. Schütztürme. Das hatten wir noch nicht bedacht hier. Na, perfekt. Ja, nicht schlecht. Das war gut, ne? Ich geh mal rein hier. Ich hab die Karte hier. Bereitschaft einstellen. Hier ist das Studio. Von hier aus wurden die Falschmeldungen gesendet. Für Appalachia. Verdammt. Mit diesem Telefon hier. Mit diesem Telefon, mit der Kamera hier. Verdammt. Gut. Das ganze Team, wo finden wir uns ein? Seid alle da? Hallo Team? Keiner da? Wo treffen wir uns? Ah, okay. Wir treffen uns alle, wenn alle da sind, vor dem Haupteingang des Robco Forschungszentrum. Okay. Das mache ich mit dem Ladebildschirm, okay. Weil ob wir die Tür rausgehen oder es ist gar keiner mehr weiter hier. Ne? Seid ihr alle noch da? Nee, ne? Vor dem Haupteingang des Robco Forschungszentrum. Ja. Ich bin im Ladebildschirm. Guck mal gerade auf den Kalender. Oh je, oh je, oh je. Ach, ich habe das noch gar nicht eingetragen. Sorry, ich muss noch mal kurz AFK. Ja, also, ja, ja. Alles ja. Gut. Ich bin's bloß. Hallo. Ach so. Wo treffen wir uns? An dem LKW hier? Ja, oder vorne? Oder hinten? Seid ihr ja schon. Ingrid, warum rennst du so? Weil ich nicht wusste, wo wir uns treffen. Wer ist eigentlich von euch derjenige, der da hier ist? Möchte mal bitte erfahren. Wer ist denn wer? Wer hier ist. Gut, ich hab's geschafft. Tipps. Ich bin bereit. Tipps. Das ganze Team ist da. Perfekt. Dann. Gut. Oh, das sieht schon gut aus mit den Zahlen hier. Na, ich bin überladen. Ich komm noch nicht. Ja, ja, wenn mein Hals nicht vor genug kriegt. Immer alles. Gut, das ganze Team angetreten. Ja, perfekt. Ich bin wieder dann da. Dann möchte ich mich bei dem gesamten Team bedanken und. Bis zum nächsten Mal, eure Fallout Legends und euer Quincy. Tschüss. Tschüss. Tschüss.